Guten Tag, mein Name ist Albert Ettinger. Ich möchte Ihnen mein neues Buch im Zammern Verlag vorstellen. Es ist das dritte meiner Bücher, die der Zammern Verlag veröffentlicht hat. Und der Titel lautet Die Nazis, Tibet und der Dalai Lama, wie angesehene Tibetologen die Geschichte fälschen. Worum geht es darin? Im Jahre 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa, bereiste eine deutsche Tibet-Expedition das Land auf dem Dach der Welt. Wer waren diese Deutschen? Was führte sie in diese fast unzugängliche und von der Außenwelt abgeschottete Region? Wer hatte sie geschickt? Wer hatte ihre Reise finanziert? Und wer hatte ihnen Zugang verschafft zu dem Lama-Reich, das doch seit Jahrzehnten unter britischer Kontrolle stand? Waren ihre Ziele und Interessen rein wissenschaftlicher Natur, wie meist behauptet wird? Ging es ihnen ausschließlich um zoologische und botanische Forschung? Ernst Schäfer, der Leiter der Expedition, war zwar ein Ornithologe, das heißt ein Vogelkundler, aber er war auch, wie alle anderen Teilnehmer, ein Untersturmführer der SS, bevor er schließlich sogar zum SS-Sturmbannführer befördert wurde. Und wie passt die Teilnahme eines SS-Rassenforschers ins Bild? Denn das war die Fachrichtung von Bruno Beger, des stellvertretenden Expeditionsleiters. Auf der anderen Seite, der tibetischen, wie wurde die deutsche Tibet-Expedition in Tibet empfangen? Welches Interesse hatte die Lama-Regierung am Besuch dieser Deutschen? Wussten die Regierungen in Lhasa überhaupt Bescheid über die damaligen weltpolitischen Zusammenhänge? Gab es vielleicht doch Gemeinsamkeiten zwischen der tibetischen Theokratie und dem Nazireich? Gegen Kriegsende kam ein weiterer SS-Mann nach Tibet, diesmal als Flüchtling. Sein Name Heinrich Harrer. Wie konnte dieser Flüchtling an den Hof des Dalai Lama gelangen und mit dem tibetischen Gottkönig und seiner Familie eine lebenslange Freundschaft schließen? War dies deshalb möglich, weil Harrer seiner Nazi-Vergangenheit abgeschworen hatte, sich gewandelt hatte, wie oft behauptet wird? Oder umgekehrt, war dies möglich, weil der Dalai Lama und seine Umgebung Sympathien für Deutschland und die Nazis hegten? Das sind einige der Fragen, die ich in meinem Buch aufwerfe und auf seinen 120 Seiten beantworte. Ich tue das anhand von Fakten und von Forschungsergebnissen, die einer breiteren Öffentlichkeit bisher unbekannt geblieben sind und die der vorherrschenden politisch korrekten und genehmen Auffassung widersprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.